Hallo, hier ist Christian Konrad mit der Gitarrenanfängerfrage Nummer 14. Sollte man sich als Gitarrenanfänger ein Capodaster zulegen? Was ist also ein Capodaster? Das ist so eine Art Klammer, mit der man einen Greiffinger ersetzen kann. Man klemmt so ein Capodaster über die Saiten, sodass die alle runtergedrückt werden und dann klingen die Saiten natürlich anders, nämlich höher. Und warum macht man das? Der Hauptgrund wäre, dass man ein Lied mit Akkorden geübt hat und es aber vom Klang her zu tief war. Meistens ist das Problem, dass man es nicht singen kann in der Tonlage. Und mit so einem Capodaster kann man die Tonlage insgesamt verändern. Also dass die Griffe gleich bleiben, die man spielt, aber sie klingen insgesamt höher und damit kann man sie besser an die eigene Stimmlage anpassen. Also es ist eigentlich ein Hilfsmittel zum Singen und Spielen. Ich würde sagen, das braucht man nicht am Anfang, aber es kann Spaß machen, damit mal zu experimentieren. Und es kann eine Hilfe sein, wenn man singt und spielt gleichzeitig und ist da irgendwie nicht zufrieden mit der Tonhöhe. Für die Spieltechnik oder fürs Üben an sich macht es keinen großen Unterschied, ob man jetzt ein Capodaster nimmt oder nicht. Von daher könnte man sagen, man braucht es eigentlich nicht, aber es kann hilfreich sein, wenn man spielen und singen gleichzeitig möchte. In meinem Jahreskurs Liedbegleitung für Einsteiger habe ich das viel ausführlicher behandelt und hier zeige ich auch verschiedene Capodaster-Modelle im Vergleich und meine Erfahrungen damit. Ein ganz einfaches Capodaster kann man für wenige Euro kaufen und ich denke, es kann nicht schaden. Das war's von mir für heute. Bis zum nächsten Mal.